und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Willkommen zu einem neuen Weekly Vlog bzw. Days in My Life. Einfach auf meinem Channel. Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Heute ist Dienstag, der 12. März. Mein Tag startet mit einem riesengroßen Foodshop-Haul. Könnte man sagen, mein Mann hat letzte Woche online bei Billa bestellt und ich weiß gar nicht, was alles drinnen ist. Also er hat quasi den Lebensmitteleinkauf digital erledigt, weil es war Women's Day und da gab es, glaube ich, 18% auf den ganzen Einkauf. Ich bin also sehr gespannt, was da jetzt alles drinnen ist. Wir werden es gemeinsam auspacken. Und ihr habt es ja wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Das Thema in dieser Woche beim Vlog ist unter anderem What I Eat. Ich habe es bereits im letzten Vlog erwähnt. Meine Ernährung lässt zu wünschen übrig. Jeder hat die eigene Form, egal ob vegan, Flexitarier, vegetarisch oder wie auch immer. Es geht mir eher darum, dass ich wieder ein bisschen bewusster esse, dass ich mir einfach wieder mehr Gedanken darüber mache, was ich konsumiere, wie ich es konsumiere und einfach den Zucker einspannen. Denn der Zuckerkonsum war einfach in den letzten Wochen viel zu hoch. Dabei geht es mir auch gar nicht darum, ob ich jetzt zum Beispiel Zucker in Nudeln drinnen habe. Also ich spare keine Kohlenhydrate ein. Das mag ich nicht, das passt auch nicht zu mir, zu meiner Ernährung, sondern damit fühle ich mich nicht wohl. Ich versuche einfach wirklich raffinierten Zucker auszulassen. Ich glaube, das ist eher so das Problem, beziehungsweise dieses am Nachmittag ein Stück Schoki naschen. Das wäre ja kein Problem, aber ich esse dann einfach gleich die halbe Tafel. Und ich esse das einfach in mich rein und frage mich dann auch oft, wow, wie viele Stück sind jetzt weggekommen, weil ich das ja gar nicht richtig genieße. Und dementsprechend möchte ich wirklich Zucker jetzt eine längere Zeit wieder aus meinem Speiseplan streichen. Zucker eben in Form von Schokolade, Süßen, Fruchtgetränke, also zuckerhaltige Getränke. Bei mir funktioniert am besten die Regel 5-2, das heißt an 5 Tagen die Woche, im besten Fall unter der Woche, mehr darauf achten, was ich esse, Zucker auslassen, dafür kann am Wochenende dann ruhig auch mal was dabei sein. Hier geht es einfach eher darum, Rezepte, Dinge, die ich esse, was ich so zubereite, ihr könnt euch daraus Inspiration holen, ihr solltet daraus jetzt auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen holen, keine toxische Beziehung aufbauen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, what I eat, was esse ich so, was würdet ihr gerne nachmachen, was würdet ihr gerne ausprobieren, so in diese Richtung. Ja, ich hole jetzt meinen ganzen Einkauf rein und schauen wir mal, was mein Mann da alles eingekauft hat. Irgendwie ist es auch gar nicht so schlecht, dass mein Mann das erledigt hat. Das ist für mich jetzt wie ein Überraschungseinkauf. Wir haben hier auf jeden Fall mal Backpapier, dann ganz viele Spaghetti- und Pasta-Sorten. Einmal klassisch Spaghetti, dann Fusilli. Das brauchen wir. Wir möchten, also ich möchte diese Woche einmal Spaghetti Bolognese machen, beziehungsweise meine One-Pot Asia-Nudeln. Da gibt es ein paar Barilla-Packerl, Tiefkühlgemüse, Brokkoli und Erbsen ab in den Tiefkühlschrank, Salz und eingelegter Knoblauch, Suppenwürfel und zwar in verschiedenen Geschmacksrichtungen, noch mehr Nudeln, Tomatenmark, Backerbsen, einmal gefühlt alle Barilla-Pesto-Sorten. Ich mag auch Pesto ganz gerne selbst machen, aber meistens geht es so schneller und ich finde das Barilla Pesto ist wirklich eines der besten. Vor allem, ich weiß nicht wieso, aber wenn ich zum Beispiel ein grünes Pesto mache oder ein Bärlauchpesto, wird es bei mir immer viel zu herb im Geschmack und ja, das passt irgendwie nicht. Ich habe schon ein paar Mal selbst probiert, aber da mögen wir wirklich sehr gerne das Pesto von Barilla. Obst und Gemüse gibt es natürlich auch. Einmal große Tomaten, einmal kleine Cocktailtomaten, Äpfel, Orangen und Zitronen, Karotten und Kartoffeln. Ich habe sogar noch eine Ananas gerade gefunden. Einmal den Vorrat an Speiseöl, also in dem Fall Maiskeimöl, aufgefüllt. Das ist super lieb. Mein Mann hasst Trüffel, ich liebe Trüffel. Und er hat mir diesen Billa Trüffelburrata gekauft. Und ich glaube, den werde ich jetzt dann auch zum Mittagessen gleich mal essen. Dann haben wir klassischen Mozzarella, Kräuterbresso, Wurst und Schinken für die Schuljause, beziehungsweise auch einfach mal für Schinkentoast oder Schinkenfleckerl und Co. Eier, ich liebe momentan irgendwie Eiergerichte zum Frühstück. Ich schaue jetzt gleich mal, ob alle ganz sind. Ja, nichts beschädigt. Zweimal Milch, einmal Abwaschschwämme, also Topfreiniger eigentlich. Dann gibt es hier noch ein ganzes Sackerl voll mit einmal Aufsteckbürsten für unsere Oral-B-Zahnbürsten. Dann haben wir hier feuchtes Toilettenpapier, Duschgel von Axe, Zahnpasta für uns und für die Kinder. Ja, und das sind zwei Sackerl, da muss ich gleich vorneweg sagen, das esse ich eigentlich nicht. Also ich esse so gut wie nie solche Fertig-Snacks. Mein Mann mag das echt gerne, für zwischendurch, weil nichts zu Hause ist und schnell gehen muss.
ja, also jeder wie er möchte, genauso wie solche Nudelsnacks und Nudelcups, die essen die Kinder auch gerne mal zwischendurch am Abend schnell, wenn wir jetzt kein großes Abendessen haben. Ich mag es nicht. Ich esse zwischendurch sehr gerne auch mal eine Tiefkühlpizza, ja, solche Sachen. Aber zu Nudelsnacks zum Aufgießen sind nicht so meins, aber da hat jeder einfach einen anderen Geschmack. Ich denke, das war eine Aktion, deshalb hat er da einiges gekauft. Da befindet sich der komplette Einkauf nochmal aufgelegt. Draußen im Gang befinden sich dann noch einmal ein 6er-Dreigall Fanta, Cola Zero Sprite sowie zweimal Klopapier war noch dabei und ein großer, riesengroßer Sack normale Kartoffeln. Also das ist der ganze Einkauf. Der will jetzt natürlich auch in den Kühlschrank eingeschlichtet werden. Ich glaube, man sieht ganz gut, ich habe ihn heute erst geputzt und wieder mal durchsortiert, damit wir auch ausreichend Platz haben. Oh mein Gott, okay, ich werde das jetzt mal einschlichten, das heißt den Kühlschrank wieder voll machen. Dann werde ich mich ums Mittagessen kümmern, was heute fix ganz schnell werden wird. Ich glaube Pasta, Pesto mit frischen Tomaten dazu, mit dem Burrata. Dann habe ich noch Rucola im Kühlschrank. Ich glaube, da mache ich mir so einen italienischen Pasta-Pot. Ich glaube, das passt gut. Die Kinder werden einfach das normale Pesto essen. Es geht jetzt einfach schnell und ja, ist, denke ich, auch recht ausgewogen. Auf jeden Fall gibt es Energie heute fürs Yoga. Das heißt, es wird das Mittagessen. Das machen wir dann gemeinsam. Aber jetzt, wie gesagt, muss ich mal alles wegräumen. Das ist genauso lästig wie Wäsche wegräumen. Ich habe unten im Keller zwei voll behangene, bereits getrocknete, also die Wäsche ist getrocknet, Wäscheständer. Und die Wäsche gehört verräumt, aber ich mag das nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich drücke mich mal bis zur letzten Minute. Wäsche wegräumen und vor allem in die Schränke räumen ist echt so ein bisschen der Endgegner. Hallo, willkommen zurück am Mittwoch. Gestern war ich bei Yoga, heute kann ich mich kaum bewegen. Ich war Montag beim Krafttraining und habe bei den Beinen mittlerweile 70 Kilo bei der Beinpresse. Und oh mein Gott, mit dem Yoga gestern habe ich so einen Muskelkater in meinem Po, in meinen Oberschenkel und jetzt auch noch im kompletten Rücken und in den Oberarmen, weil gestern war Yoga sehr auf Oberkörper und ja, die Arme bedacht, mir tut alles weh. Jetzt, wenn ich die Kamera halte, ist das schon anstrengend. Ja, ich wollte dann gestern noch Abendessen essen, es hat nicht sein sollen, es hat nicht funktioniert. Ihr seht es in den Outtakes, wieso, weshalb, warum. Ich packe das nicht hier rein, das ist in den Outtakes. Werden wir jetzt ein Frühstück machen, ich habe Hunger. Am Plan heute ist jetzt ganz schnell ein Bagel mit Ei, glaube ich, was fix ist, was schnell ist. Mein Mann hat nämlich einen frisch gemachten Smoothie heute gemixt und zum Mittag hole ich was vom Asiaten, das heißt, es gibt Takeaway. Weil Max hat sich das gewünscht nach der Schulbad, der schreibt gerade seine Deutschschulbad. Ich denke ganz fest an ihn, dass alles gut geht. Ja, und deshalb gibt es dann
einmal Pan-Nam für mich und für die Kinder Crispy Chicken Don, für meinen Mann auch, den nehme ich was mit, dass wenn er von der Arbeit heimkommt, dass er da auch ein bisschen was dann noch zum Essen hat. Ja, das ist der Plan. Ich muss nämlich jetzt dann nämlich, also das passt gut, ich muss für eine Geburtstagsfeier am Wochenende noch Geschenkspapier kaufen und so Geschenkstüten und morgen auch, denn morgen ist Max bei einem Schulfreund bei einer Geburtstagsfeier, Lasertag, und da brauche ich ein paar Sachen, das heißt, das werde ich besorgen und dann gehe ich was zum Essen holen. Jetzt aber Frühstück. Ich glaube, ich habe Lust auf einen Kaffee und dazu eben den Smoothie. Den hat mein Mann heute gemixt. Ich glaube, das ist Morning Glory, sagt er immer, und ich denke, es ist Ananas, Orange, Karotte. Ja. Steht schon ein bisschen, deshalb hat sich das hier so abgesetzt, aber es ist wie gesagt ein frisch gemixter Smoothie. Auch Bagels, und da werde ich mit einem Bagel machen und dazu ein Eierspeisding drauflegen. Ihr seht es gleich. Hier haben wir also mein Frühstück, ein Bagel mit Ei, Tomate, und ich liebe dieses Balsamico-Dressing, ich hebe es total gerne drauf. Ich bin dabei, das möchte ich jetzt noch machen, die letzten paar Seiten von Icebreaker zu lesen. Ich mag das Buch total gerne. Ich finde, Nathan ist so ein toller Charakter, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eines der ersten Bücher, meiner Meinung nach, bei dem Jugendlich, na gut, sie sind, wie alt ist man da? Senior? 18, 19, sowas wahrscheinlich? 20, 21, ich weiß es nicht. Aber das erste Mal Young Adult, wo die Konflikte wirklich erwachsen lösen. Das ist das erste Buch, wo es keine dramatischen, überkandidelten Eifersuchtsszenen gibt, wo sie sich von Anfang an, also natürlich mit ein bisschen kurz Frenemy, aber wo sie sich dann doch verstehen und aufbauen und zuhören, und es gibt wirklich sowas wie Gespräche und Auseinandersetzungen, sie sprechen über ihre Gefühle. Das ist das erste Buch, in den meisten ist es immer, in den anderen ist es immer so unerwachsen, und ich finde das richtig gut. Ich mag die Dialoge, es ist wie gesagt auf Englisch, ich lese auf Englisch und es liest sich super gut. Ich mag es wirklich sehr gerne. Natürlich geht alles schnell, innerhalb von 3 bis 4 Monaten, die große Liebe, aber ich habe meinen Mann kennengelernt und es war nach Tag 3 die große Liebe. Das klingt echt kitschig, aber ich weiß auch, ich habe damals meinen Mann kennengelernt und ich habe nach eineinhalb Wochen habe ich zu meiner besten Freundin gesagt, den heirate ich und mit dem kriege ich Kinder. Das Gefühl hatte ich vorher nie. Ich war sofort verliebt, und natürlich, nach 5 Jahren haben wir geheiratet und dann die Kinder, und es gab Diskussionen und es gab auch Streitigkeiten wie in jeder Beziehung, gerade zu Beginn und überhaupt, aber ich habe gewusst, er ist der Richtige. Und das finde ich zum Beispiel deshalb gar nicht so kitschig, wenn es in Filmen oft so schnell geht. Was mir dabei wirklich gefällt, ist, dass meiner Meinung nach die Dialoge und die Gefühle, und es ist immer abwechselnd, einmal Nathan, einmal Anastasia, dass es wirklich meiner Meinung nach erwachsen gelöst wird. Und ich glaube, da erkennt man auch einfach, dass die Autorin, ich glaube, Hannah Grace ist 38 oder so, Engländerin, ich habe nachgelesen, 36, sie ist halt einfach auch keine 20, und das merkt man. Ich finde das richtig schön, also ich finde es toll, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch die Nachfolge, weil ich glaube, es soll ja dann noch mehr kommen, es ist ja die Maple Hill Trilogie oder Reihe, wie auch immer, ich werde mir die anderen auch holen. Und dann wahrscheinlich auch auf Englisch, und wenn ich das schon auf Englisch lese, lese ich die anderen auch. Aber kurzes Update, ich lese es jetzt fertig, und dann machen wir uns auf den Weg, und wir schauen auch noch überraschend woanders vorbei. Wieso, weshalb, warum, erkläre ich euch gleich. Also, kurzes Buch-Update, bevor es gleich ins Auto geht. Es ist genial. Also ich habe es fertig, ich muss jetzt auch schon meinen Kaffee austrinken. Irgendwie ist mir jetzt die Zeit davon gelaufen. Icebreaker ist fantastisch. Ich liebe das Buch. Das Ende ist richtig schön, und wie gesagt, die Konversation, ich finde alles richtig toll. Ich mag die Autorin, ich bin gespannt auf die nächsten Teile. Es ist 10:45, ich muss in einer Stunde mit allem fertig sein. Und ich trinke jetzt erst meinen Kaffee und mit Schienen. Jetzt muss ich schauen, dass die sauber sind. Trinke ich meistens einen Schluck Wasser nach. Also, Zahnschienen passen, das Outfit des Tages. Ich habe meine Lederleggings ausgekramt dazu. Die Vans, die hatte ich nämlich letztes Jahr gekauft und habe es bis jetzt noch nicht angehabt. Das waren diese so günstig, die habe ich im Sommer bei Zalando ergattert. Vans mit Gänseblümchen und mit diesem Muster halt, mit diesem Patchwork-mäßigen. Ich glaube, das sind meine girliesten Vans, die es gibt. Und ja, wenn ich das Wort Girl in den Mund nehme, komme ich mir eigentlich blöd vor, weil ich bin eigentlich schon zu alt für ein Girl. Aber vielleicht bin ich gerade in meiner Taylor Swift-Girly-Ära. Ich höre nämlich auch Taylor Swift.
Was ist mit mir passiert? Was ist 2024 los? Egal. Outfit, ein Vans-Shirt, das haben wir in Barcelona ergattert letztes Jahr dazu. Eine Jeansbluse von H&M, Lederjacke von H&M. Coach-Tasche aus den USA. Smartphone, Ray-Ban, ab ins Auto. Endlich im Auto bin ich jetzt zu einem Asia-Food-Store-Market gefahren, von dem ich nicht mal wusste, dass der in unserer Stadt ist. Meine Mama hat mir gesagt, den gibt es schon seit 1,5 Jahren. Ich war doch noch nie drin, keiner hat mir das gesagt, der ist gar nicht weit weg von mir zu Hause. Es waren jetzt, glaube ich, 1,5 Minuten, 2 Minuten Fahrt, ich muss nachher noch andere Sachen erledigen. Wie gesagt, das alles für die Geschenke holen und Mittagessen. Jetzt bin ich da. Warum bin ich da? Wir sind Samstag eingeladen bei Freunden zum Essen und meine Freundin Lisbeth hat mir schon verraten, es wird so Ramen geben und es wird, glaube ich, eher ein asiatischer, japanischer Themenabend. Es gibt nämlich auch japanisches Bier für die Männer und jetzt dachte ich mir, ich möchte gern Nachspeise beitragen, also die Nachspeise organisieren, aber ich finde asiatische Nachspeisen, ich mag jetzt nicht unbedingt einen Mangomousse machen oder diesen Reispudding, das ist total schwierig und da dachte ich an Mochi. Ich habe noch nie Mochi, einmal habe ich Mochi gegessen. Einmal vor Jahren. Lisbeth hat noch nie Mochi gegessen, mein Mann, also Bernd hat noch nie Mochi gegessen und dementsprechend werde ich jetzt da reinstürmen und mal schauen, was es gibt. Ich hoffe, es gibt tiefgefrorene Mochi. Wir schauen einmal. Das ist der Markt übrigens und ja, jetzt werde ich reingehen und hoffentlich alles bekommen, was ich suche. Dann geht's weiter und ich hole das Geschenkspapier und unser Mittagessen. In dem Fall auch wieder asiatisch. Wie treffend. Zu Hause gibt es jetzt den Asian Food Haul. Also, starten wir mal mit etwas, das ich den Kindern besorgt habe. Die lieben diese Kekse von Pokémon. Die hatte ich schon mal von TK Maxx. Sind richtig gut. Mochis. Einmal Little Mochi Matcha. Oh mein Gott, die werde ich heute probieren. Dann Vanille, Erdbeer, Passion Fruit und Mango. Boah, wenn ich nur dran denke. Und dann für alle, die lieber Schokolade mögen, einmal Haselnuss. Diese hier nehme ich mit als Nachspeise oder Gastgeschenk, wie auch immer. Dann liebe ich diese Suppe und ich finde, die sind günstiger als bei Billa Plus. Also diese Yam Yam Ramen gibt es auch noch in Beef. Dazu so eine heiße Suppe für meinen Mann. Der isst das sehr gerne. Ich würde Feuer speien. Ich mag nichts Scharfes. Ich kann nichts Scharfes essen. Das wäre für mich die Hölle. Einmal für ein Geburtstagskind, weil wir am Wochenende Geburtstag feiern, für das Patenkind von meinem Mann. Mit anderen Geschenken kriegt er so ein Zungendings dazu. Dann habe ich hier einmal Naan bzw. Paratha Brot mit Kartoffelfüllung. Dann einmal für uns probieren Frühlingsrollen mit Gemüse, tiefgekühlt. Und die letzten zwei Sachen sind einmal Vegetable Gyoza, nein, Korean Dumplings, genau, mit Veggie und einmal Chicken Samoas. Samosas? Samosas. Hoppala, falsch ausgesprochen. Das war mein schneller asiatischer Food Haul und ich sag's euch, wenn ich dann mit meinem Mann in diesen Store mal reingehe, werden wir wahrscheinlich noch mehr kaufen. Auf die Stelle habe ich nur geschnappt, was sich jetzt auch ausgegangen ist, aber ich bin so gespannt auf dieses Matcha Mochi. Das wird heute auf jeden Fall später meine Nachspeise. Aber jetzt werde ich noch ein bisschen was arbeiten, dann gibt es Mittagessen. Da habe ich einmal für mich das Panda, habe ich eh schon gesagt, das ist Hühnerfleisch mit Zucchini, Karotten, Pilzen, Brokkoli in so einer Kokossoße mit Reis für die Kinder, die haben Crispy Chicken Don. Ja, und danach wird es dieses Mochi geben. Yum, yum, yum. Hallihallo, willkommen zurück am Donnerstag. Ich sitze jetzt im Auto und esse mein Frühstück. Ich habe mir heute in der Früh einen Porridge gemacht aus Haferflocken, Reisflocken,
laktosefreie Milch, Apfel und Zimt. Und den esse ich jetzt, denn ich war gerade beim Training und habe wieder ein bisschen Fortschritte gemacht. Und ich bin jetzt aber dann gleich dabei, den Nagel reparieren zu lassen. Ich habe mir hier am Mittelfinger, ich zeige euch jetzt deshalb nicht. Das habe ich, glaube ich, gesagt oder gezeigt. Sonst seht ihr es in den Outtakes, habe ich mir den Nagel abgebrochen. Ich glaube, das habe ich nicht gezeigt. Nein. Bei dem Hoppala am Dienstag nach dem Yoga habe ich mir den Nagel abgebrochen und habe mit Superkleber angeklebt. Jetzt habe ich einen Termin reingeschoben bekommen in, 10 Minuten bei der lieben Christi. Lass mir den Nagel schnell reparieren, weil es aber bis ich dann zu Hause bin, 10:30, 10:45 ist und das ein bisschen zu spät ist, esse ich jetzt schon mein Frühstück. Ich habe es dann früh hergerichtet. Das schnell geht. Hier seht ihr es einmal. Ein Porridge, der ist natürlich jetzt schon kalt, aber egal. Ja, und dann habe ich jetzt auch gerade mit Alina, also meiner Managerin, geplaudert. Ich bin ja seit Anfang des Jahres wieder dabei zu trainieren. Ich gehe sicherlich 2 bis 3 Mal, manchmal sogar 4 Mal die Woche ins Fitnessstudio. Dann ist es auch so, dass ich jetzt eigentlich seit Mitte Januar, Ende Januar stark Krafttraining mache, das heißt vor allem die Beine. Und ich habe eigentlich mehr Gewicht als Ende letzten Jahres. Also ich habe 2 Kilo zugelegt. Ich weiß, das ist normal, das ist Muskelmasse auch irgendwo. Fett wird meistens langsam abgebaut. Hinzu kommt auch einfach, dass die Fettverbreitung erst später einsetzt. Und ich glaube, das Problem ist auch einfach bei der Ernährung. Ich esse nicht so viel Proteine. Ich hasse Eiweißshakes, also ich mag keine Eiweißshakes oder sowas. Ich esse auch nicht so viel Fleisch. Jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich Proteine anders integriere. Aber durch meine Laktoseintoleranz ist es auch schwierig, jetzt einfach Topfenbuttermilch und Co. zu trinken. Ich meine, es gibt zwar auch alles laktosefrei, aber ich mag das einfach nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Kohlenhydratesser. Ich liebe Kohlenhydrate in Form eben von Nudeln, Reis, Brot, Obst, Gemüse. Und dann kommen irgendwann Proteine. Das ist nur leider nicht so gescheit, wenn man eigentlich Muskel aufbauen will. Jetzt muss ich mir echt überlegen, was ich anders machen kann und war jetzt gerade einkaufen und habe mir unter anderem diesen Alpro-Skyr, ich mag den sehr gerne, geholt. Und ich versuche jetzt zumindest morgens irgendwo in Form von ein bisschen einem Joghurt das zusätzlich dazu zu essen oder am Nachmittag mit ein paar Haferflocken, mit Bananen, mit Nüssen, einfach so ein bisschen Protein dazu zu pushen. Ja. Das ist manchmal echt nicht so einfach. Ich bleibe auf jeden Fall dran an meiner Bewegung, meinem Sport. Mein Ziel ist ja auch nicht voll abzunehmen. Aber es schaut halt bei mir immer so lustig aus. Ich meine, ich bin 1,78 groß. Ich habe Kleidergröße 42, 44. Und ich hatte immer so zwischen 85 bis 90 Kilo. Ich bin breit, ich bin kurvig, das ist ja einfach bei mir so. Aber jetzt bin ich halt einfach mal auf 93. Obwohl ich so viel Sport mache. Und es schaut auch gar nicht so aus, als würde ich so viel Sport machen. Weil ich einfach so kurvig bin. Und man hat immer so die Assoziation, wenn man 4-mal die Woche ins Fitnessstudio geht, dann muss man halt dünn sein. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich habe halt, ich meine, ich werde auch bald schon 40, ja. Ich habe halt jetzt auch Zellulite und Co. nicht das beste Bindegewebe. Und genau deshalb möchte ich auch den Sport machen, einfach um mich zu kräftigen, Muskel aufzubauen, um, ja, die Haltung einfach für die Knochen, für das alles ist es eigentlich eher, dass ich trainieren gehe. Und deshalb ist es auch in Ordnung. Und ich setze jetzt auch nicht die Waage als Ziel, weil die Waage kann man nicht nehmen. Man muss sich messen und es ist Körpergefühl und die Kleidung, die dann passt, und da darf man auch nicht auf Konfektionsgröße gehen, aber trotzdem. Es frustriert halt eigentlich, wenn man zunimmt, statt dass man, vielleicht ist es aber irgendwo auch wieder ein Klischee, dass man, wenn man Sport macht, man abnehmen muss, was ja gar nicht stimmt, ja. Okay, das ist ein bisschen ein Struggle, glaube ich, gibt es mit, aber ich werde jetzt versuchen, mehr Proteine zu integrieren, gleichzeitig den Zucker sowieso schon rauszukappen. Und dann wird es schon. Ich bleibe dran. Macht mehr Spaß. Also ich höre jetzt deshalb nicht auf. Und jetzt esse noch ein paar Löffel, trinke noch was und dann kriege ich mein Nagel gerichtet und wir sehen uns dann gleich zu Hause wieder.
willkommen zurück. Am Freitag, gestern, habe ich mich dann gar nicht mehr gemeldet. Ich habe das ganze Haus geputzt und zusammengeräumt, die Schuhe hier im Flur weggeräumt, die Küche aufgewaschen, geputzt, hier auch versucht, überall ja wieder Ordnung reinzukriegen ins Haus. Ja, und da war ich gestern noch beim Elternabend für die Erstkommunionsvorbereitung und da war der Tag eigentlich schon rum. Ich habe gestern ja angesprochen, dass ich jetzt versuchen möchte, mehr proteinreiche, also proteinlastiger zu essen. Einfach weil ich denke, und mir hat es dann auch mein Trainer gestern bestätigt, es macht auf jeden Fall Sinn, gerade wenn man viel Muskelaufbau machen möchte und gerade wenn man Krafttraining macht, auch mehr auf Proteine zu setzen. Proteine sind einfach gut für die Muskelgruppen, Proteine sind auch gut für die Verdauung. Ich möchte aber nicht unbedingt nur Shakes konsumieren und ich halte auch jetzt nicht viel von Riegeln, aber Proteinpulver ist trotzdem von Vorteil, wurde mir gesagt, zum Beispiel in Porridge reinmachen, in ein Smoothie, in ein Joghurt, in ein Skyr und so weiter und so fort. Jetzt habe ich gestern dann bei Instagram nachgefragt, dadurch, dass ich ja Laktoseintoleranz habe, bin, wie auch immer, was ganz normal ist, denn schließlich ist der Mensch eigentlich nicht dafür gemacht, im Erwachsenenalter noch Milch zu vertragen. Einfach das Enzym baut sich ab und dementsprechend ist es jetzt keine Krankheit, sondern wie auch eben eine ganz liebe Freundin mir gesagt hat. Ich meine, ich weiß das ja, aber ich möchte jetzt nochmal betonen, das ist eigentlich normal. Über die Hälfte der Welt verträgt keine Laktose. Davon reden wir von Südamerika, Asien, da ist es ganz normal. Bei uns gab es nur eben diese Mutation, dass vor allem in Europa Milch vertragen wird, was aber eigentlich ja nicht normal ist, ja, weil das ist nur Muttermilch, wie beim Kalbauch und dann halt einfach eher nicht mehr. Ja gut, okay. Das war das Thema jedenfalls. Habe ich dann gefragt, ob es Tipps gibt, wie ich einfach mehr Proteine in den Alltag reinbringen möchte. Ich möchte nicht unbedingt viel mehr Fleisch essen, also meinen Fleischkonsum nicht erhöhen. Ich esse auch nicht gerne Fisch. Ich möchte jetzt auch nicht nur Tofu und Seitan essen. Ich möchte einfach trotzdem meiner Ernährung treu bleiben, die ausgewogen ist, den Zucker eben cutten, aber halt einfach mehr auf Proteine setzen. Und da ist es schon von Vorteil, wenn man einen Proteinpulver eben reinbringt, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit von Nüssen, von Skyr, von Haferflocken, zum Beispiel Overnight Oats. Und ich sag's euch, ich habe mich eigentlich schon mal richtig gut ernährt, ja. Immer wieder so sporadisch, kurzfristig, warum auch immer. Und dann kippe ich meistens so im September, Oktober, November wieder in diese ungesunde, schnelle Essen-, Stressernährung rein, weil das bei mir einfach, ihr wisst, das ist die stressigste Zeit im Jahr. Ab September bis Ende Dezember ist bei mir Arbeiten, Arbeiten, Content, Content, Content und dann werde ich schleißig und dann shoppe ich mir rein und das ist schlecht. Und ich halte ja generell nichts von Diäten, sondern einfach von einer ausgewogenen Ernährung. Und da bin ich jetzt dran. Und Overnight Oats habe ich früher, also 2013, ständig gemacht. 2013, 14, als ich meinen Blog gestartet habe, ich glaube, es gibt viele Overnight Oats Rezepte. Denn Hafer hat sehr viel Eiweiß und in Kombination mit einem weiteren Eiweiß, zum Beispiel Milch, ist es eigentlich noch besser. Jetzt habe ich auch den Tipp bekommen, Haferkleie auch gleich zu kaufen. Und mein Frühstück besteht jetzt aus Haferkleie, aus Alpro Soja Skyr, mag ich auch sehr gern, ungezuckert, aus Müsli noch, dann einer High Protein Erdnusscreme mit Reisprotein und Kakaopulver. Die ist voll gesund und extrem lecker, schmeckt mir sogar besser als Nutella und ich gerade so aus Nussmus über eben Porridge und Bowls und so weiter. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und das ist jetzt mein Frühstück. Passend zum Vlog-Thema What I Eat, hier also jetzt mein Frühstück. Wie gerade gesagt, Overnight Oats, Alpro Skyr. Dann habe ich hier auch noch, genau, von Seeberger gibt es, boah, richtig gut, Erdnusskerne, gebrannte Erdnusskerne mit Sesam, ein bisschen Müsli, dazu noch Tiefkühl, Himbeeren und eben diesen, also dieses Mousse, Matcha, meine Vitamine, Wasser. Ich glaube, das ist schon mal eine super Basis für den heutigen Tag. Und zum Mittag gibt es dann sowieso was Proteinlastiges. Unabhängig davon habe ich nämlich sowieso auf meinem Plan, dass ich die One-Pot-Pasta mache, die asiatische. Ja, passt ganz gut. Zeige ich euch dann auch. Und so schaut's aus. Also wie gesagt, ich möchte jetzt einfach wirklich schauen, dass ich das ein bisschen integriere und einfach wirklich wieder generell. Also ich bin schon jemand, der bewusst isst, aber jetzt vielleicht noch mehr überlege, was ist eigentlich drin in meinem Essen und wie kann ich es anpassen, dass es auch zu meinem Training passt. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich werde jetzt mein Frühstück essen, da steht nämlich dann, ich habe auch echt Hunger. Dann werde ich bei meinem Buch ein bisschen weiterlesen. Es ist richtig gut, Tokio Regen. Bin jetzt schon bei Seite 140 oder sowas. Erinnere mich einfach so an meine Anime- und Manga-Zeit. Ich war der größte Anime- und Manga-Fan. Ich wollte immer nach Japan und es ist so lustig, es stehen so viele japanische Begriffe drin und ich kenne die Hälfte halt. Dadurch, dass ich sehr viel Dorama, also sehr viel Mangas eben gelesen habe und japanische Dramaserien und auch viel Japanisch damals gelernt habe. Und
Animes auch damals auf Japanisch mit englischen Untertiteln, kenne ich so viele Begriffe und das schießt mir jetzt alles in den Kopf. Ich denke mir, ah ja, genau, der dicke Was, kann das sein? Dann muss ich ein bisschen was arbeiten, Flop fertig schneiden, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen, kochen, damit Max für die Schule Bett lernen. Ja, und spätestens beim Kochen melde ich mich wieder. Ich hoffe, dieser Vlog ist, ja, passt dann zum Thema What I Eat und dementsprechend dreht sich irgendwie immer nur ums Essen und die Küche und dazwischen passiert halt auch nicht so viel. Willkommen zurück am Samstag. Samstagmittag, es ist gleich 11:45 Uhr. Ich habe gerade ein Outfit-Reel gedreht zu diesem Styling. Generell habe ich in den letzten Tagen wieder mehr Outfits gepostet, auch hier auf YouTube. Schaut gerne vorbei oder eben bei Instagram. Wir sind jetzt am Weg zu Freunden. Das war auch dieser asiatische Food Hall. Und ich darf die Mochis nicht vergessen, muss ich einpacken. Ich habe extra Kühlakkus gestern auf den Tiefkühler gegeben, damit wir ja alles gut transportieren können. Ich freue mich sehr. Ich werde auch ein bisschen am Smartphone mitfilmen, damit ihr auch seht, what I eat today. Ja, es wird auf jeden Fall asiatisch geben, soweit ich weiß, Ramen, dann auch Frühlingsrollen, Mochis und Co. Ich bin sehr gespannt. Wir werden auch unseren Urlaub planen, also einen Teil unseres Urlaubs, und zwar einen Städtetrip mit unseren Freunden, wo es hingeht. Portugal. Genau, wir wissen nicht, ob Porto oder Lissabon, das machen wir uns heute noch aus. Ja, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Generell auf einen entspannten Nachmittag. Ich habe heute schon ein bisschen was gearbeitet, mit Max für die Mathe-Schularbeit gelernt. Am 20. ist die nächste Schularbeit. Wie gesagt, bin ja immer ein bisschen nervös, aber ja, also dass auch alles gut geht und wir haben auf jeden Fall gut gelernt. Also wir sind mit der Hälfte des Stoffes durch und morgen geht's weiter. Ja, jetzt ist es schön und sonnig, was mich freut. Es war nämlich Regen angesagt. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich auf den Weg machen, mit diesem Outfit noch ein Foto für den Frühlingsbeginn am 20. März draußen shooten. Dann gehen die Kinder zum Friseur und dann eben um 13 Uhr zu unseren Freunden. Ich habe euch gestern nicht gezeigt, was ich zu Abend gegessen habe. Das war einfach Brot mit Schinkenkäse und Zwiebelbeleg, so eine Art Bauerntoast. Und heute in der Früh gab es auch ein Weckerl mit Marmelade und Butter, einfach auf die Schnelle, ein Kaffee. Und was es heute noch gibt, das seht ihr dann. Wie gesagt, ich nehme euch mit. Ich freue mich drauf. Outfit seht ihr, eine Bluse mit Lochstickerei, eine ältere Jeanshose. Dazu habe ich, jetzt ziehe sie kurz aus, meine CU, glaube ich heißt das, meine, wie sagt man da, Loafer, die schaut riesig aus, in Größe 42, und mein Trenchcoat. Ja. Gut, auf geht's. Ich freue mich, ich habe jetzt Hunger. Wir fahren zu unserem Freund essen. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen am Sonntag. Ich melde mich ein letztes Mal, um mich gleichzeitig zu verabschieden. Wir hatten gestern einen richtig coolen Tag bei unseren Freunden, haben sehr gut asiatisch gegessen. Es gab so Udon-Nudeln mit Suppe und Frühlingsrollen und Sake. Also richtig, richtig lecker dazu. Die Ice Cream Mochis, die Vanille waren unglaublich gut und diese Passionsfrucht war auch sehr lecker. Dann haben wir gestern Urlaub gebucht. Es geht jetzt doch nicht nach Portugal. Eigentlich wollten wir nach Porto oder Lissabon. Aber die Flugverbindungen sind so mühsam von Wien ausgehend für nur so 3 Tage. Weil wir hätten nur 3 Nächte. Jeweils unsere Freunde und ihre Kinder und wir und unsere Kids. Jetzt haben wir kurzerhand Neapel gebucht. Napoli. Das heißt, wir fliegen nach Italien. Wir lieben Italien. Wir waren schon oft in Italien. Das ist jetzt eine neue Region, die wir kunden. Und wir werden 3 Nächte in Neapel übernachten. Darunter einmal einen Tagesausflug nach Amalfi machen, also entweder Sorrento oder Positano, mal schauen. Das passt perfekt, denn mein Mann und ich, wir sind zum Hochzeitstag auch noch in Mailand, das heißt 2024 wird wieder ein italienisches Jahr. Wir waren letztes Jahr auch in Grado und das Jahr davor, nein, da waren wir nicht, 2022 waren wir nicht in Italien, aber 2022 waren wir ganz viel in Italien unterwegs, von
Venedig, Gisolo, Ravenna, Rimini, Grado, Triest und ja, also lieben dieses Land, das passt perfekt. Ja, also da so ein kleiner Ausflug und mein Akku geht gleich leer, deshalb. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Video, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren rund um das Thema Essen, what I eat. Es gibt jetzt sicherlich häufige Einblicke, vor allem in High-Protein-Essen, so wie angesprochen ein bisschen, auf die Ernährung achten, gerade in Bezug auf meinen Sport und mein Krafttraining. Ja, und ich freue mich aufs nächste Video, ich starte morgen gleich los. Und wie immer herzlichen Dank fürs Reinschauen, da lasst mir gerne einen Thumbs up, eine Subscription und einen Kommentar. Ich freue mich, danke fürs Reinschauen, wir sehen uns ganz bald. Baba. Und ihr habt schon im Titel gesehen, das Thema des Vlogs dieses Woche, das war kein richtiges Deutsch. Boah, es ist jetzt schon 20.48 Uhr, ich bin gerade vom Yoga zurückgekommen, ich habe noch so Hunger. Jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte mir schnell ein Porridge machen. Nämlich noch aus Amerika von Quaker, so ganz schnell in 2 Minuten Oats mit Apple and Blueberry. Okay, das ist eher nichts, da esse ich nichts mehr. Nix. Ich glaube, es soll nicht sein. Lederjacke von H&M. Coach-Tasse. Tasse. Sprich gescheit. Coach-Tasche aus den USA. Let's get. Ups. Die Kamera. Kaputt. Na? Huppili. Und falls ihr euch fragt, wie es passieren kann, dass YouTuber ständig eine Kamera hinlassen. Weil wir sie überall hinstellen. Überall, wo eigentlich ein Kameraabstand gefährlich ist.